Sind wir ab sofort und jetzt live. Sehr schön. Dann einen schönen Gruß an alle ZuhörerInnen, die uns und ZuschauerInnen, die uns folgen bei Twitch. Wir machen heute eigentlich dort weiter, wo wir mittlerweile zweiten Teil aufgehört haben. Wir haben das irgendwann mal Bitgespräch, oder ich habe das irgendwann mal Bitgespräch genannt, und bisher hat sich die AG-Namensfindung nicht weiter getroffen, weil einige müssen lernen, andere müssen lehren. Also den Lehrpart hat vor allem Dr. Matthias Magdowski, der hier sehr interessante Insights bietet. Und den Lernteil, den mache hoffentlich ich in meinem eigenen Semester. Und zusammen ergibt sich halt, wie ich finde, ein sehr interessantes Bild über die Lern-Lehr-Szenario, New Learning-Situation oder auch Unsituation. Und was man eben so mitnehmen kann aus verschiedenen Perspektiven, weil ich es immer noch ein sehr heterogenes Feld finde. Schön, dass das während der Arbeitszeit und im Büro geklappt hat, Matthias. Ja, klar. Muss ja. Also ich habe nachher, wir können heute nicht ganz so lange machen, ich habe nachher um 17 Uhr noch unsere Vorlesung. Da muss ich noch ein paar kleine Experimente vorbereiten, deswegen, aber das mache ich hier schön in meinem Büro, weil die Hybridlehre ist ja erstmal bei uns wieder abgesagt, weil wir mittlerweile in Stufe 3 unseres Corona-Eskalationsstufenplanes angekommen sind. Und Stufe 3 sieht vor, dass es keine Hybridveranstaltungen, keine großen mehr gibt, sondern wirklich nur so ganz kleine Laborpraktika. Und damit ist die Lehrveranstaltung, die ich sonst in der letzten Woche und in der Woche davor mit den Studis gemacht habe im Hörsaal, die ist erstmal abgesagt. Das ist jetzt quasi die Veranstaltung, bei der du auch die Bilder immer wieder bei Twitch, Twitter zeigst. Genau. Ah, spannend. Also ist das schlimm für dich? Weil jetzt mal, also unter uns und live, das war schon viel Rüstkosten, oder? Also ich habe ja auch schon geschrieben, dass ich im Prinzip drei Kreuze mache, dass das jetzt so ist, weil das mit dem ganzen Hybrid doch technisch und also einfach vom... Man schleppt einen Haufen Ausrüstung in den Hörsaal, um die dann eine halbe Stunde aufzubauen, und baut die dann wieder eine halbe Stunde ab, um sie dann wieder nach Hause zu tragen. Krass. Ja, einfach irre aufwendig. Also klar, wenn man halt irgendwie dann eine halbe hätte, der da irgendwie ein bisschen hilft, aber selbst da muss man irgendwie was organisieren. Und ich meine, so habe ich das, als hier irgendwie in meinem Büro zu stehen oder in einem Labor oder in einem Besprechungsraum, und dann kann ich das auch eigentlich irgendwie für mich viel mit weniger Aufwand von hier machen. Ich habe heute auch ein paar Umfragen geplant. Die muss ich nachher noch schnell in Mentimeter reinkopieren, weil Zoom ja leider keine Freitext-Umfragen kann. Nämlich, was die bisherige Motivation, also wenn uns jemand von Zoom zuhört, bitte baut die Möglichkeit für Freitext-Umfragen in Zoom rein. Ich möchte gerne heute aus den Studis herauskitzeln, was sozusagen bisher die Motivation für sie war, in den Hörsaal zu kommen und sich das da live vor Ort anzuschauen. Quasi eine Entscheidung, ob ich zu Hause oder vor Ort. Naja, einfach, also ich meine, ich hätte mir jetzt natürlich auch ein paar Sachen ausdenken können und die dann ABCD-mäßig in Zoom abfragen können, aber ich will ja überhaupt gar nicht präjudizieren, sondern ich will sozusagen total unbefangen hören, was war denn bisher die Motivation, in den Hörsaal zu kommen und sich das in der Hybrid-Sache vor Ort anzugucken, oder was war andersrum die Motivation, schon bisher zu Hause zu bleiben und zu sagen, ich gucke mir das eben auch schön from the comfort of my home an und nehme dann nur per Zoom dran teil. Weil ich ja, wie ich schon vorher gesagt habe, immer versuche, eigentlich für die Leute im Raum und für die Leute in Zoom irgendwo das gleiche Erlebnis zu ermöglichen und die gleichen Partizipationsmöglichkeiten. Was, glaube ich, auch bisher ganz gut funktioniert hat. Also letzte Woche war es halt so, dass eine Person im Hörsaal, und der Person bin ich immer noch extrem dankbar, das muss ich heute auch nochmal kommunizieren in der Lehrveranstaltung, die hat halt wirklich extrem viele Fragen gestellt. Und das war dann halt ein bisschen blöd, weil die Leute im Hörsaal das natürlich alle gehört haben und die Leute in Zoom natürlich nicht. Und dann musste die Person war, also der Student, die war live dabei. Die also war live dabei im Hörsaal. Okay. Genau, so live in Präsenz. Und ich meine, ich hatte noch ein anderes Mikro dabei, aber ich meine, wenn man das nicht vorbereitet hat und so, hat man das jetzt natürlich nicht so ganz so schnell parat, um zu sagen, hier ist jetzt mal dein Mikro. Wenn es heute wieder gewesen wäre, hätte ich der Person heute schon ein Mikro auf den Tisch gelegt und dann gesagt, wenn du eine Frage hast, dann hier ist dein Mikro, man hört dich auch in Zoom. Ja, mal gucken, ob das heute, also das, die Hemmschwelle in Zoom natürlich jetzt irgendwie mit 80, 90, 100 Leuten im Zoom-Meeting sein Mikro anzumachen und eine Frage zu stellen, ist natürlich, sage ich mal, ungleich höher als das vielleicht jetzt
Ja. Mit 30 Leuten. Ja, spannend. Zumal es ja auch ein weiteres Mikro wäre, was du wieder organisiert und beschafft hättest, nehme ich mal an. Also ja. Sind wir mal ehrlich, deine Funkmikrofone hast du ja auch privat bezahlt, nehme ich an. Ja, ich hätte die mal natürlich auch irgendwie über die Uni kaufen können, aber also der Punkt ist, ich habe irgendwann drüber nachgedacht, wenn es Hybrid ist, brauchst du ein vernünftiges Mikrofon. Und dann habe ich halt geguckt und dann habe ich halt eins bestellt. Und klar hätte ich da auch irgendwie dann wieder hier und fragen und Auftrag auslösen und so, aber ich habe halt 2 Wochen später geguckt, da hatten dann natürlich noch irgendwie 3 andere Leute die Idee, so ein Mikrofon zu bestellen. Und dann war das, was ich halt haben wollte, ausverkauft. Und von daher bin ich so froh, dass ich mir es halt damals einfach hastig selbst bestellt habe. Und ich meine, Herrgott, sind wir mal ehrlich, Ihr nagt ja, nicht am Hungertuch. Man nagt nicht so ganz am Hungertuch. Man kann sich auch mal nebenbei jetzt irgendwie noch so ein Mikro kaufen und ja. Wobei das natürlich, bringt jetzt nicht um. Wobei natürlich auch hier nochmal, also das ist meine persönliche Meinung, es ist halt schon krass. Ich meine, du bist Postdoc, das ist vielleicht nochmal eine andere Situation, aber es sind ja auch noch Tutoren, also so Leute wie ich oder Studenten. Also die Uni-Hierarchiekette geht ja sogar also noch weiter tiefer, wo man vielleicht dann doch mal am Hungertuch nagt. Also auch so. Beispiele kommen mir immer mal wieder unter. Also gerade in der Twitter-Timeline, letztens war erst 95 versus WissZeit VG, quasi in meiner Bubble oder vielleicht auch in unserer Bubble als Trend. Und da hört man schon echt krasse Sachen. Dann ist es halt nicht drin, sich mal eben ein 300-Euro-Mikrofon zu bestellen. Aber gut, wir schweifen wieder ab. Vielleicht kommt ja das Thema Hardware, um mal so eine ganz pfiffige Überleitung mir selbst anzubieten. Vielleicht kommt ja das Thema Hardware in dem in dem New Learning Thesen auf. Und das ist das falsche Fenster, das ist das richtige Fenster. Und wir hatten schon die ersten. Also New Learning. Wir hatten die ersten vier. Nummer 4 geschafft. Und wir wollen, also vielleicht das noch zum, wir sind weder von der Hagener Uni, noch wir sind quasi Stakeholder, so würde ich uns jetzt mal beschreiben, dieses Manifestes. Und ich fand es einfach interessant, aus Lehrsicht, also da drüben, und aus Lernsicht einfach mal drüber zu gehen und zu sagen, es ist jetzt gar nicht so krass wertend oder wir wollen jetzt auch keine neue Version aufsetzen, aber ich würde sagen, dass das schon durchaus hohe Wellen geschlagen hat und das hat wohl seinen Grund, so viel dazu. Genau, es tauchte halt irgendwie in unserer Filterblase auf und irgendwie hatten wir das Bedürfnis, mal uns darüber auszutauschen. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt, gerade damit du pünktlich raus kannst, weil wir sind ja durchaus 2 Labertaschen, Eigenzitat, dass wir einfach mal, fünftens, New Learning bedeutet vernetztes Lernen. New Learning heißt für uns, Lernen vernetzt zu gestalten, sowohl in Berufs-, Alltags- und Lebenswelt der Lernenden anschließen. Okay, vielleicht kann ich noch ein bisschen weniger raus. Ja, also ich glaube, also das haben wir ja schon beim letzten Mal sozusagen gemerkt, also widersprechen kann man eigentlich überhaupt gar keinen Thesen und will man eigentlich auch nicht. Die Frage ist eigentlich immer eben, wie setzt man es um und wie schafft man das halt irgendwo sozusagen mit in den Studienalltag mit zu integrieren? Ja, definitiv. Und jetzt hier zugleich, also es sind ja schon durchaus sehr, sehr bedeutungsschwangere Sätze, also erfahrungsbasiert, motivierendes Lernen, also da wurde lange drin gefeilt, so meine Interpretation. Und dann ist halt trotzdem noch Interpretationsspielraum vorhanden, neue Methoden des vernetzten Lernens, um digitale Methoden didaktisch sinnvoll einzusetzen. Man könnte wahrscheinlich eine 3-tägige Konferenz interdisziplinär aufsetzen, um allein über die Worte didaktisch sinnvoller Einsatz zu reden. Definitiv. Auch was emotionale und sinnliche Zugänge zum Lernen sind. Wo steht das? Oh Gott. Ja, stimmt. Okay. Also, da tun sich auch neue Welten auf. Ja. Vielleicht gehen wir mal was braucht es denn? New Learning braucht unter diesem Ansatz des vernetzten Lernens digitale und vernetzte Lehr- und Lernkonzepte. Ja, Konzepte sind immer gut. Ich würde sagen, wir haben vielleicht mehr Konzepte als Hiwis in diesem Land, die konsequent auf allen Bildungsebenen verankert sind und digitale und analoge Formate sinnvoll zusammendenken. Ja, nur wird meiner Meinung nach, um auch mal was Kritisches zu sagen, in der Hochschullandschaft Kooperation, gerade in der Lehre, so ist mein Eindruck, nicht besonders belohnt. Ich sag mal ganz platt, es lohnt sich irgendwie nicht. So eine
entweder du machst so die ganz große Ringvorlesung, dass quasi so eine Perlenkettenveranstaltung stattfindet, zumindest in Gesellschaftswissenschaften, oder du hast ein Lehrer, eine Lehrperson, eine Quelle des Wissens, wenn man so will, die eben das Ganze moderiert. Und so eine Koop oder zum Beispiel, was wir jetzt hier machen, habe ich persönlich, es gibt bestimmt Ausreißer, aber habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, also wenn, glaube ich, sowas passiert, dann sind das halt eher Ausnahmefälle. Also, ne, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon mal gesagt, es gibt bei uns zwei nette Kolleginnen an der Mathematik, die halt zusammen Podcasts machen. Wie heißt der nochmal? Also der Podcast heißt ja Pi ist gleich 3. Pi ist genau 3. Petra. Von Petra Schwer und Thomas Schaller. Ja, sehr gut, ja. Können wir an der Stelle vielleicht nochmal irgendwie featuren? Auf jeden Fall. Gut, das ist gutes Ding. Ja, und also ich meine, ich versuche ja irgendwie relativ viele Sachen, die ich so tue und mache in der Lehre, also meinetwegen, was in meinem Vorkurs so passiert ist oder was jetzt eben auch in diesen drei, es waren ja nur drei, ich habe auch überlegt, ob ich jetzt so einen Tweet raussende, so wenig gebrauchtes Hybrid-Lehr-Equipment günstig abzugeben. So. Bitte. Ich habe das ja auch versucht, hinauszutragen in die Welt. Letztendlich, wenn man ehrlich ist, mache ich, also ne, klar, sharing is caring, aber im Prinzip mache ich das in meiner Freizeit und also außer, ich wurde jetzt kennst du den Bildung alt entfernen Podcast von Daniel Lorenz und Oliver Tacke, ja. Da wurde ich sehr lobend erwähnt in der Kommentarsection, die sozusagen diesmal umgedreht war. Es wurden keine Kommentare besprochen, die gekommen sind, sondern es wurden Kommentare nach außen gesendet und da wurde gesagt, also was Matthias macht, das ist sehr, sehr, sehr nützlich und sehr schön. Das hat mir jetzt halt an meiner Uni hier leider noch keiner gesagt. Und ich, also, was vielleicht auch nicht so schlimm ist, vielleicht wird das ja auch gar nicht so wahrgenommen. Und ich glaube, wenn jetzt alle sowas irgendwie en masse machen würden, muss man auch Zeit haben, sich das irgendwie anzugucken. Aber, also ich glaube, es fehlt halt, ja, also den Leuten, die halt Lehre machen, also so Mittelbaumitarbeiter, fehlt tatsächlich eigentlich Zeit und so ein bisschen institutionalisierte Gelegenheit, sowas zu tun. Also schönes Beispiel ist, es gibt ja Akkreditierung von Studiengängen und im Rahmen der Akkreditierung ist man ja angehalten, ab und zu mal so Studiengangsgespräche und Studiengangskonferenzen zu machen, um sich mal über den ganzen Studiengang mit Studierenden zusammenzusetzen und zu reflektieren, passen denn die Inhalte, wie passt das denn alles zusammen? Und dann habe ich mal mit einem älteren Kollegen, der schon im Ruhestand darüber ist, gesprochen. Da hat er gesagt, oh, ist ja interessant, dass ihr das macht. Wir haben das früher ganz selbstverständlich gemacht und eigentlich regelmäßig und ohne, dass uns irgendeine Akkreditierungsagentur dazu angehalten hat, das zu tun. Warum? Weil wir halt Zeit dazu hatten, weil wir nicht ständig immer nur von Drittmittelantrag zu Drittmittelantrag und irgendwie Paper zu Paper gehastet sind, weil man Zeit hatte und weil es irgendwie Freiräume und Gelegenheit dazu gab, das halt zu tun. Und ich glaube, das ist im Prinzip, was irgendwie vielen fehlt. Also ich glaube, es gibt schon einige, die würden sich da ganz gerne austauschen. Und ich meine, klar, irgendwann hat man auch so einen Overkill an Austausch, wenn man halt so einen riesen Kommunikations-Overhead aufmacht. Aber im Moment ist es, glaube ich, eben so, dass viele, die das gerne machen würden, einfach keine Zeit dazu haben und keine vernünftigen Gelegenheiten dazu finden. Also zumindest auf Lehrenden-Ebene. Und ich meine, bei den Lernenden, weiß ich nicht, also würde ich zumindest sagen, dass aus meiner Sicht die Studis eigentlich schon ganz gut vernetzt sind, dass die aber vielleicht noch ein bisschen flexibler sein könnten oder innovativer in den Methoden, die sie halt nutzen. Also klar kann man irgendwie alles über eine WhatsApp-Gruppe regeln, aber für manche Sachen gibt es dann halt auch geeignetere Formate. Und das ist so dieses, aber in die muss man sich halt eben auch erstmal irgendwie die ausprobieren, reinarbeiten und dann sozusagen im gegenseitigen Gespräch herausfinden, ist das wertvoll für die Gruppe, nützt das was oder hindert das eigentlich irgendwie einen eher? Und ich glaube, diese Zeit ist man vielleicht auf studentischer Seite auch nicht unbedingt immer gewillt zu investieren. Ja, ich würde auch hier wieder sagen, auch wieder persönliche Meinung, ich spreche nicht irgendwie für 6 Millionen Studierende oder noch mehr in diesem Land, aber es gibt wenig Anreize oder andersrum. Es gibt in vielen Studiengängen einen Weg, das alleine und dort, wo es sinnvoll ist, effektiv zu machen, weil es eine Gruppenarbeit halt vor, also eine Gruppenpräsentation vorgeschrieben ist oder ein Gruppenessay, wie auch immer.
in der Realität, und jetzt bin ich mal wieder so radical candid, total ehrlich, ist es so, du nimmst, was immer dir gegeben wird, vom Prof, von der Dozentin, und dann teilst du das in N Stücke, von mir aus in vierer Arbeit, in vier Stücke, und dann macht jeder sein Ding. Und wenn du, wenn alle die gleiche Schriftart, also ich mache jetzt mal ein extremes Beispiel, wenn alle die gleiche Schriftart verwendet haben, ist man froh, dann tackert man das irgendwie zusammen und gibt dieses Frankenstein-Monster ab. Und die Professorinnen und Professoren sind halt auch froh, wenn irgendwie das kommt und sie nicht nochmal dreimal Methoden-Workshop, bitte schickt mir eine PDF, abgeben müssen. Und dann wird das halt irgendwie einigermaßen sang- und klanglos präsentiert. Früher hat man halt 4:3-Format Beamer-Folien aufgelegt. Nix hat so richtig gepasst. Nochmal extremes Beispiel. Und heute sind es halt irgendwie, wir spielen ein Video über Zoom ab. Das sind so die Abgründe sozusagen. Ich habe aber natürlich auch, also es kommt, glaube ich, auch sehr auf den Studiengang und auf das Fach an. Wie gesagt, in meinen Geistes- und Sozialwissenschaften ist es vor allem vom Zwang her, der Dozent, die Dozentin sagt, ihr müsst aber und ich erwarte eine Datei und das macht auch oft Sinn, wenn du irgendwie alles größer 40, 50, 60 Leute hast. Ich kenne aber auch Studiengänge, gerade in der Medizin, da ist der Stundenplan so vollgepackt, was ja wieder Zwang aus der Organisation sozusagen ist, dass die sich abstimmen müssen. Da geht einer in Neuro 1, der andere geht in Chemiker für Mediziner und jetzt muss ich mir ein paar Fächer ausdenken und dann werden sozusagen Protokolle angefertigt, die werden dann getauscht. Und wenn die nicht gut genug sind, weiß ich tatsächlich von einem sehr guten Kumpel, der Medizin studiert hat, dann gibt es auch Unter, dann kannst du auch aus deiner Lerngruppe rausfliegen. Und das ist ja sozusagen ein anderer Zwang. Aber irgendwie ist das alles, finde ich zumindest, negativ konnotiert. Aus meinem eigenen Studiengang hatte ich auch aus so einer, ihr müsst aber Zweiergruppen bilden, weil ihr schreibt 30 Seiten. Da ist man dann wiederum froh, dass man noch mehr Leute in der WhatsApp-Gruppe hat. Daraus ist was Cooles entstanden. Das lag aber dann, und so ist es eben oft, auch an den Leuten. Was bei mir bei deinem Punkt noch eingefallen ist, also nicht nur wegen früher und heute, im kompletten Unibau oder im Ablauf oder in dem, wie man Paper, gerade bei der Paperarbeit, ist es das Natürlichste der Sache, überinstitutionell, interkontinental, wenn man so will, Leute wechseln ja auch, haben dann andere Seilschaften, dort Paper zu schreiben, Essays zu schreiben, ganze Bände rauszubringen. Und dort ist der Anreiz da, weil man, wie heißt es, H-Indikator oder Citation Score, man will auf ResearchGate irgendwie präsent sein. Hirsch-Index, ja. Genau. Und da ist irgendwie der Anreiz gegeben und oder auch der Druck, Zwang, kann man jetzt sich die Konnotation aussuchen. Und die sehe ich eben weder bei Lehr- noch bei Lernkonzepten. Ich gebe dir schon recht, bei Studenten ist es schon eher der Fall, aber einfach, weil der Dozent sagt, ja, ihr müsst aber. Und ja, also, und was die, vielleicht die Innovation, also die WhatsApp-Gruppe, aber ja, ich würde sagen, so der grundsätzliche Studieaufbau, WhatsApp-Gruppe, vielleicht mal eine Zoom-Session, dann hat irgendeiner PowerPoint. Wenn man Glück hat, ist einer dabei, der sich ein bisschen mit User Experience irgendwie auskennt und das nochmal schön macht. Und dann feuerfrei. Also die innovativere Werkzeuge, und das sage ich als Wirtschaftsinformatiker, kann man durchaus benutzen. Ja, na und was vielleicht aus Studierendensicht ja irgendwie immer noch so ein Punkt ist, am Ende des Semesters ist ja die Prüfung eben meistens eine Einzelleistung. Und dann ist ja die Sache, also wie toll ich dann eben vorher in einer Gruppe zusammengearbeitet habe oder nicht. Also der Prozess ist ja dann vollkommen egal. Was zählt, ist das Ergebnis im Sinne von, wie gut bestehe ich halt oder nehme ich an der Einzelprüfung teil. Und also jetzt bei diesem Vernetzungsgedanken müsste man mit Sicherheit noch irgendwie im Sinne von Constructive Alignment eben da jetzt eine Prüfungsleistung mit reindenken. Und ich meine bei deinem Beispiel mit, man schreibt irgendwie zu dritt eine Hausarbeit oder zu viert und jeder schreibt genau ein Viertel. Ja, auch das ist ja aus Lehrenden Sicht wieder toll, weil man ja genau weiß, welche Person hat welchen Abschnitt geschrieben, um im Zweifelsfall auch, selbst wenn das eine Gemeinschaftsleistung ist, sowas wie Einzelnoten zu geben. Also ja, ich glaube, da ist halt in diesem Vernetzungsdings ist halt noch super viel Musik drin und man müsste es eigentlich sozusagen im Prinzip von der Prüfungsleistung her denken. Und also wir versuchen relativ viele Anreize zu schaffen, unsere Studierenden in so Lerngruppen zu bringen und zu organisieren, indem sie sich halt austauschen, weil es natürlich sich in so einer Gruppe besser lernt und diskutiert als allein.
Ja, aber auch da ist natürlich die, also ich weiß nicht, wir haben halt im letzten Sommersemester auch so Gruppenprüfungen gemacht oder es gab halt so Prüfungen, wo die Studis als Gruppe Aufgaben bearbeiten mussten und sie mussten sich wirklich als Gruppe auf eine Lösung einigen. Quasi, das war diese Gruppen, quasi so Arbeitsblätter? Das war diese Gruppenphase, das funktioniert ja, jetzt okay. Natürlich irgendwie über Online, haben wir uns da noch nichts ausgedacht, wie das funktioniert, aber ich sag mal, das ist was, wo man natürlich so einen Gruppenvernetzungsgedanken irgendwie mit reinbekommt. Ja. Also ein bisschen Bodengut, ja. Ich denke, man muss den Punkt ein bisschen mehr noch von der Prüfungsseite her denken. So ein bisschen, also ja, definitiv, vielleicht so also ein bisschen was den ersten Satz, also um nochmal aufs Manifest zu kommen, es braucht auch Zeit für den produktiven Austausch, okay, was auch immer produktiv bedeutet, um fundamental, ich glaube, das ist hier das wichtigste Wort in dem zweiten Satz, fundamental neue Formen zu entwickeln. Und das geht ja so ein bisschen in die, das geht ja so ein bisschen in die Prüfungsform vielleicht auch rein. Das ist dieses von, ich glaube, von Constructive Amusement, den wir ja auch irgendwie jedes Mal haben. Irgendwie unsere Studierenden, sagt der Prof, haben ein Mittel gegen Cholera entwickelt, komplett ohne Nebenwirkungen. Und dann sagt das Prüfungsamt, also können wir es anrechnen, das Prüfungsamt, nö, hier steht Klausur. Ja, genau, das ist halt der Punkt. Also und in dem Sinne wird halt auch keiner sich super gut vernetzen und kooperieren, wenn am Ende die Prüfung eine Einzelleistung ist. Okay, ich würde sagen, machen wir zu Punkt 5 den Sack zu. Ja. Zu 6 haben wir... Im Moment ist sein Mikro super leise. Ja, ich habe tatsächlich, ich glaub, das Mikro ist heute ein Problem. Gerade den Heldentod. Ja, das, nee, jetzt müsste es wieder, es pegelt sich immer wieder so ein. Also, ja, okay. Jetzt ist es besser, jetzt wieder lauter. Ja, das ist dieses, wie gesagt, heute auch Windows und Skype und sobald Updates kommen, an dem Tag, an dem man streamen will, ganz schlecht. So. Ja, oder hat Jörn Loweschach auch letztens was zugeschrieben. Im Sinne von, you don't get the second chance for the first impression und dass irgendwie auch irgendein Windows-Update sein Mikrofontreiber zerstört hat und dann, das ist mir in diesem Semester zum Glück noch nicht vorgekommen. Ja. Also Punkt 6 geht... Ja. Flexibles und selbstbestimmtes Lernen. Die Lernkultur soll weiterentwickelt werden in Projekten und der reine Frontalunterricht, ich glaube, da ist auch überhaupt nichts drüber zu diskutieren, soll nach und nach abgelöst werden. Also Frontalunterricht ist halt manchmal auch toll, natürlich kurz prägnant irgendwie mal einen Input zu liefern, aber eben nicht stundenlang. Ich würde sagen, der Frontalunterricht ist immer noch dann in Ordnung, wenn es quasi diese 6 bis 8 Minuten sind, die man auch über ein Video machen würde. Das ist ungefähr die gleiche Zeitspanne, das ist ungefähr die gleiche Tiefe und dann muss irgendwas anderes kommen. Genau. So, und selbstbestimmt teamorientiert, da sind wir wieder Vernetzung, zeitlich und örtlich flexibel. Also ich glaube, das ist ja das, wo alle am Anfang des, also wir haben ja auch am Anfang des letzten Sommer-Corona-Semesters ausufernde studentische Befragungen gemacht. Und da kam eigentlich überall raus, und also das ist ja auch was ich irgendwie propagiert habe, Fokus zu setzen auf asynchrone Formate. Also nicht irgendwie jetzt zu versuchen, seine Vorlesung, die man vorher 14 Wochen lang jede Woche 2 Stunden in Präsenz gemacht hat, jetzt irgendwie 14 Wochen lang 2 Stunden jede Woche synchron über Zoom zu machen, weil man damit eine ganze Menge Leute eben ausschließen wird, die dann genau zu der Zeit und an dem Ort und so keine Zeit haben, sondern die Inhalte asynchron zur Verfügung zu stellen. So, und der Punkt ist aber eben, wo ist dann die studentische Motivation, sich das anzuschauen? Also ich glaube, Martin Ebner, da hatte ich mal auf einer Folie irgendwo so einen schönen Spruch gelesen, also ne, zum dieses Anywhere and Anytime Learning, there is no place called anywhere. Also nur weil man jetzt überall lernen kann, heißt das noch lange nicht, dass man überall lernt. Und nur weil man es jederzeit machen könnte, heißt es noch lange nicht, dass man es jederzeit tut. Also wo ist dann wieder die Motivation? Wo ist der institutionalisierte Anreiz? Wo ist der Austausch? Wo ist sozusagen die Reflexion, die Rückmeldung, die ich als Lernender brauche, sozusagen jetzt zu bekommen, oh, das war gut, dass ich mir das angeguckt habe, das hat mir was gebracht, das hat mich irgendwie weitergebracht in meinem Lernprozess. Das ist, glaube ich, so aus meiner Sicht der entscheidende Punkt hier. Ja, und klar, Freiheit, Kollaboration, alles super, aber ich brauche eben diese Rückmeldung, ich brauche das Feedback, und wie kriege ich das eben?
Definitiv. Ich habe mal zeitlich und örtlich flexibel hervorgehoben. Ich bin froh, dass dort nicht unabhängig steht. Ich finde flexibel ähnlich kritisch. Auf irgendeiner Konferenz hat das jemand mal gesagt, kein schlauer Gedanke von mir, aber ich habe ihn übernommen. Dieses Time and Place Independent, das steht genauso auf meiner Liste, auf meiner auf der Begriff Hassliste wie Best Practices. Wie du gerade sagst, ist, there is no place anywhere oder anytime. Ich will nicht unabhängig lernen. Ich will auch nicht isoliert lernen, weil ich finde, unabhängig heißt isoliert, weil wenn ich komplett unabhängig bin, brauche ich niemanden, dann will ich irgendwie auch niemanden. Flexibel, ja, aber auch hier wieder mal in die Realität. Es ist ja nicht nur Corona, es ist jetzt irgendwie auch Winter und es ist jetzt nicht so, dass ich jemanden in den Park setzen würde unter seinen Lieblingsbaum, um die Sinne schweifen zu lassen. Studierende haben überhaupt keine Zeit für. Also nicht nur jetzt wegen den Temperaturen und wegen Corona, aber es ist auch einfach realitätsfremd zu sagen, dass man sich irgendwie so studienromantisch auf die Wiese setzt, die ihr da ab und zu auf dem Campus sieht, die lesen was, um irgendwie sich mit was anderem zu beschäftigen. Da wird auch mal ein Uniskript dabei sein. Aber gerade was die Orte angeht, als ich meine Befragung für die Masterthesis, die ich jetzt langsam schreiben muss, aufgesetzt habe, da habe ich auch gefragt, hier, wie ist es mit dem Bus? Weil so Microlearning ist ja durchaus eine Größe, aber auch dieses, ich sitze im Bus und gucke mir ein Video an. Ja, mache ich, aber das sind dann Bilder-Videos oder irgendetwas, was nicht akademisch ist. Und da ist vielleicht mal ein SciComm, Viscom-Video dabei, aber da sind nicht eure Vorlesungen dabei. Da brauche ich irgendwie nicht nur irgendwie mal einen Stift und Papier, da muss ich auch gucken, dass, da gehört mehr dazu als der Ort. Also andersrum, an dem Ort muss irgendwie noch mehr da sein als nur ein Endgerät. Also ich zum Beispiel, ich finde, man darf akademische Texte gerne mit Stift lesen und da auch reinschreiben und Sachen aufschreiben. Es gibt ja so Leute, die sagen, man darf in Bücher nicht reinschreiben. Ich finde, in akademische Bücher muss man sogar reinschreiben. Und zeitlich, das ist zum Beispiel auch, das Medium schreibt mir das ja nicht vor. Also klar, wenn wir jetzt Livestreams, so wie wir jetzt, aber wir nehmen ja auch auf, dann muss ich zeitlich wo sein, aber es gibt ja sowas wie einen Biorhythmus und das muss ja auch irgendwie jeder mal im Studium herausfinden, was da so für ihn oder sie richtig gut ist. Aber ja, mit flexibel kann ich leben, mit unabhängig kann ich nicht leben. Ja. Würde ich absolut so unterschreiben. New Learning braucht eine Lernkultur, Freiheit und Kollaboration, haben wir auch wieder, institutionalisierte Bildungskultur, flexibel. Das ist halt auch so eine Eier, also allein der Satz ist ja eine eierlegende Wollmilchsau. Den irgendwie umzusetzen, da brauchst du irgendwie mehr als eine Tagung, aber als Oberst oder als Ziel oder als Bedingung auch Haken dran. Im Sinne von ja, brauchen wir. Genau, also man braucht irgendwie Möglichkeiten, das zu machen. Und da muss man sich aber noch was eben überlegen, was die Studierenden dazu bringt und irgendwie da abholt, wenn sie das dann tun. So, dass sie eben nicht das Gefühl haben, oh, ich habe mir jetzt mal hier irgendwie das und das angeschaut oder das und das gemacht. Aber so vom Gefühl her war das jetzt eben für die Tonne, weil ich da überhaupt nichts, keine Reaktion drauf erhalten und bekommen habe. Ja, okay. Ja, und ich meine, was sozusagen ja dazu vielleicht noch anekdotisch eben passt, ist, wir haben ja auch wieder gerade, ich habe jetzt heute noch nicht geschafft, da eine Auswertung zu machen, aber wir bei uns laufen ja gerade wieder diese personalisierten Aufgaben. Und da war halt gestern Abend um 22 Uhr die Einreichungsdeadline. Und ich mache sonst ja immer diese Diagramme und ich bin mir relativ sicher, wenn ich das jetzt wieder machen würde, kommt da halt genau das Gleiche raus. Also, dass eben alle, also klar, passiert da ein bisschen was über die Woche und dann ganz kurz vor Schluss geht es halt sozusagen beliebig steil hoch. Und mindestens die Hälfte der Einreichungen werden halt in der letzten Stunde, wenn nicht halben Stunde vor der Frist, vor der Deadline halt eingereicht. Und das ist ja, also, naja, klar, ist man flexibel und selbstbestimmt, wann man das jetzt macht und bis wo zur Deadline man diese Aufgabe löst. Aber trotzdem braucht es halt sozusagen irgendwie den Druck dieser Deadline, es dann halt tatsächlich auch zu machen oder halt zumindest hochzuladen. Ich meine, das ist ja der Punkt. Also ich weiß ja nicht, wann die Leute das machen, aber zumindest laden sie es halt eben erst in der letzten halben Stunde hoch vermehrt. Ja, aber dann machen die das nicht einen Tag vorher. Also das wäre ja, das wäre ja auch illusorisch. Also Hand aufs Herz, Torschluss, Panik lernen, 11th Hour Panic Learn. Das ist irgendwie drin. Ich habe ja auch mal in einem Video gesagt, man kriegt das als Lehrender auch nicht komplett raus.
wenn ich jetzt ganz böse bin, würde ich sagen, okay, in den letzten 2 Stunden macht quasi die beste Musterlösung unter den Studierenden schnell die Runde. Ich weiß es nicht, aber ich würde das eher auf den universitären Zwang schieben, im Sinne von, okay, wenn ihr abgeben müsst, dann ist das immer das Muster, was es da mitgibt. Also es ist quasi ein Zwillingspaar. Und wenn du sagst, okay, ihr dürft abgeben, wann ihr wollt, dann bekommst du einfach auch nur diejenigen, die früher abgeben würden. Und der Rest sagt sich, boah, abends um 10 setze ich mich nicht mehr hin. Ist ja auch keine schöne Situation. Man streckt am besten noch das Moodle, also aus Studierendensicht. So spät abgeben macht keinen Spaß, aber man ist halt irgendwie auch oft auch getriebener. Aber bei einer Konferenz ist es ja genau das Gleiche. Also ich kenne solche Statistiken von großen Konferenzen, es ist halt genau das Gleiche. Und ich meine, das mit dieser Musterlösung, also klar, im Sinne von Kollaboration und Vernetzung ist es ja bei uns so, dass die Studierenden herzlich dazu eingeladen sind, sich darüber auszutauschen. Aber die Aufgaben sind ja personalisiert in dem Sinne, dass eben man nicht einfach ganz stumpf voneinander abschreiben kann, sondern wenigstens mal noch über eigene Zahlenwerte und ein eigenes Diagramm an der Stelle nachdenken muss. Die hast du geändert, die Zahlenwerte? Ja, ne, ich habe ja einen ganz abgefahrenen Algorithmus programmiert in MATLAB, der mir... Ach stimmt, dieses Diagramm, dieses ganz absurde... Beliebig viele Aufgabenstellungen sozusagen generieren kann. Das geht aber nur in deiner Disziplin. Das kannst du in einem politischen in einem Seminar über politische Menschenrechtsbildung nicht machen. Ist das total schwierig, ich weiß. Also ich kenne halt Leute, die machen das irgendwie in der Biologie mit so Vererbung und Stammbäumen und so. Da gibt es so ein paar Beispiele. Und ich kenne halt auch, ich glaube, das ist sogar dieselbe Person, aber fällt jetzt der Name nicht ein, schon zu lange her, dass ich mit ihr gesprochen habe. Die machen das so im Bereich Geschichte mit Sachen aus Wiki Open Data. Also die ziehen sich halt sozusagen so... Landkarteninformationen, also meinetwegen, welche Region an welche angrenzt aus dem Wiki Open Data raus und stricken daraus Aufgaben. Und dann kriegt halt jeder im Prinzip irgendwie so einen anderen Landkreis und dann weiß der Computer aber trotzdem im Endeffekt die Musterlösung, weil er halt einfach bei Wiki nachgucken kann. Verrückt. Okay. Aber ja, kann man halt beliebig kompliziert treiben, ist aber dann irgendwann macht es halt beliebig viel Aufwand auf Lehrendenseite. Aber was ich noch kurz dazu sage, ist interessant. Also gestern hat jemand eine Lösung eingereicht, ohne jemals von mir eine Aufgabe bekommen zu haben. Ja. Wie ist das nur passiert? Das ist so, das, lieber mal was abgeben, bevor. Das ist glaube ich, so dieses, was verpassen wollen. Also wie ist es hier? Fear of missing out, FOMO. Also... Ja. Und also irgendwie muss halt von irgendwem anders die Aufgabe natürlich übernommen haben oder halt wirklich einfach dreist die Lösung kopiert, ohne, also nicht so viel mitbekommen haben, wie jeder hat eine andere Aufgabe bekommen. Aber egal, das wird sich noch irgendwie aufklären. Fasziniert. Okay. Ich glaube, in dem Tempo schaffen wir keine 14, aber hey, die Thesen bleiben ja noch im Moment. Nee, ich sag mal, bis zur 8 kommen wir noch, oder? Ja, bis zur 8 kommen wir noch. Das ja, genau. Ich meine, also mehr, ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, melde ich uns heute eh nicht vor, hätte ich mir nicht vorgenommen. Gut, ja, ich auch nicht, ganz klar. New Learning misst Lernerfolge an individuellen Zielen als wäre das die Überleitung. Du mit deinen individuellen Aufgaben kannst natürlich auch quasi individuelle Ziele, wobei die Aufgabe an sich ja gleich. Das ist es mit den individuellen Zielen. Also ich könnte halt Aufgaben, das mache ich im Moment nicht, aber ich könnte durchaus auch Aufgaben unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade generieren und könnte halt am Anfang des Semesters sagen, alle Fragen möchtest du eine einfache Aufgabe haben, kriegst aber auch nicht so viele Punkte drauf, aber die Chance, dass du sie löst, ist natürlich höher, oder möchtest du so eine mittelmäßige haben oder no risk, no fun, ich lass mir eine schwierige Aufgabe schicken und krieg dafür auch potenziell mehr Punkte. Das wäre prinzipiell möglich, habe ich aber noch nicht gemacht. Also wäre mal, weil der Tag hat für mich halt leider auch nur 24 Stunden. Was? Dein Tag hat nur 24 Stunden? Wäre mal total interessant, das zu machen. Also woran mich diese These erinnert, ist, ich glaube, das kennen wir auch alle. Es gibt diesen schönen Comic, wo so irgendwie ein Affe, ein Elefant, ein Känguru und ein Krokodil oder so vor einem Baum stehen. Fisch im Glas, ja. Und es geht darum, wer jetzt irgendwie am besten auf den Baum oder wer am schnellsten auf den Baum klettern kann. Und da ist natürlich, klar, der Affe gewinnt. Aber dafür hat der Elefant andere Stärken und das Krokodil und das Känguru und so. Und das ist, glaube ich, das, was man halt unter dieser These ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Ich glaube, die These... Halt, ja? Ich glaube, die These, also die hat mir... am ehesten erinnert mich es daran, dass man einen...
nicht nur sein LMS braucht, sondern wahrscheinlich ein Response System oder irgendetwas, also individuelle Ziele, da brauche ich ja deutlich mehr Daten für. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen technisch ran. Brauche ich ja nicht nur quasi die Entität Student irgendwie digital abgebildet. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, Ziel ist Studienabschluss. Ja, aber das ist ja bei allen Studenten so. Dann brauche ich, okay, dann gibt es Modulprüfungen. Ein Modul besteht irgendwie aus 1 bis N Seminaren oder Vorlesungen oder eine Kombination derer. Und in dem Seminar haben ja auch wieder alle das gleiche Ziel, Teilnahme oder Leistungsschein. Und dann muss ich ja in das einzige Seminar gehen und sagen, okay, und da gibt es dann Unterschiede. Und dann muss ich, also das wäre jetzt mein spontan, also muss ich sehr tief reingehen, um zu sagen, okay, es kann eigentlich nur auf einzelnen Aufgaben oder auf Aufgabenblöcken individuell sein. Weil ansonsten, und ich meine, man gibt einen Bachelor auf XY halt raus, weil das ja gerade für einen bestimmten Abschluss steht. Was mir auch noch auffällt, dass diese individuellen Ziele oder das, was du gerade beschrieben hast mit verschiedenen Stufen, das sehe ich, habe ich bisher nur bei sehr teuren Anbietern gesehen, also sowohl beim TÜFL, wo man halt auch ein sehr großes Set einfach an Fragen bekommt mit unterschiedlichen Kategorien, Schreiben, Lesen und was nicht alles für die Englischtests. Noch perverser macht es der GMAT und der GRE, die quasi so ein Erst-Set an Fragen haben und dann je nachdem, wie du darauf antwortest, bekommst du im zweiten Teil sozusagen die Upper Limit, also ich sag ein bisschen mal so als die Loser-Ecke beschrieben, also die Lower und eben die Upper. Und das ist so ein Ansatz, um sozusagen das zweistufig zu machen. Ob das jetzt wirklich individuell ist, weil am Ende vergleichen alle in diesen Foren zur Vorbereitung auch immer nur so, wie viele Punkte hast du da, wie viele Punkte hast du da. Also ich finde individuelle Ziele gut, würde mich interessieren, vielleicht steht es auch drin, wie sie das umsetzen wollen. Und ich höre die Administratoren, die uns jetzt nicht zuschauen, jetzt schon ächzen, weil wie bildest du das ab? Bin ich ein bisschen blank. Ja, also klar, individuelle Lernziele setzen natürlich auch irgendwie da individuelle Prüfungen voraus. Also ich glaube, bei dem TÜFL-Test, was du gerade beschrieben hast, ich glaube, die wollen halt einfach im Prinzip die Trennschärfe in dem Test ein bisschen erhöhen, indem sie eben, den Test so adaptieren oder modularisieren, dass eben, also ich glaube, wenn sie allen Leuten den gleichen Test geben würden, dann hättest du halt einen Haufen Leute, die sozusagen 100 Punkte bekommen, obwohl sie sich vielleicht auch nochmal 110, 120 Punkte unterscheiden würden, aber der Test geht halt nur bis 100. Ne? Und dann machst du die Skala, der Dynamic Range von dem Test, sozusagen der Messbereich, würden wir als Ingenieurinnen sagen, der wird halt einfach ein bisschen größer. Ja. Also ich finde individuelle Ziele auch klar, irgendwie ein hehres Ziel, wonach man streben kann. Und ich glaube, man kann das auch ganz gut machen. Aber jetzt kommt die Einschränkung halt in einem Masterstudium oder in einem fortgeschrittenen Studium. Also ich glaube, bei jetzt so einem Fach wie Grundlagen Elektrotechnik, also da gibt es halt einen relativ klaren Katalog an Kompetenzen, die man erworben haben soll, wenn man die LAV-Veranstaltung Grundlagen der Elektrotechnik 1 und 2 abgeschlossen hat. Und da ist für Individualität jetzt vielleicht gar nicht so viel Platz. Oder, sagen wir mal, die Individualität steckt halt darin, dass ich den Leuten sage, den Studierenden, also ihr könnt euch diese Seiten im Skript angucken oder ihr könnt euch irgendwie gerne die und die Seiten im Buch durchlesen oder hier sind ein paar Wikipedia-Artikel, die zu dem Thema passen und ein paar Webseiten, die ich für euch herausgesucht und kuratiert habe oder hier sind ein paar Videos. Und wenn ihr ganz viel Zeit habt, könnt ihr euch auch alles angucken, aber im Prinzip würde ein Satz halt davon reichen. Das wäre vielleicht Individualisierung in der jeweiligen Lernmethode für die Lerntypen, die es ja nicht gibt. Aber ich glaube, also viel mehr Individualisierung kann man jetzt in so einem Grundlagenmodul nicht machen, weil da sollen eben am Ende alle irgendwie das gleiche Ziel erreichen. Also da müssen halt jetzt, um bei dem Comicbild zu bleiben, irgendwie müssen alle auf den Baum klettern, auch der Elefant und das Känguru und das Krokodil, ob denen das jetzt gefällt oder nicht. Aber wir können vielleicht für den Elefanten irgendwie eine Leiter dran stellen oder sowas, eine stabile. Also vielleicht kann man irgendwie an der einen oder anderen Stelle Hilfestellung geben. Also ich glaube, im Master funktioniert es viel besser. Ich habe seit, keine Ahnung, so lange wie ich sozusagen auch Postdoc bin, so eine Seminar-Lehrveranstaltung
EMV-Messtechnik, also Messtechnik für elektromagnetische Verträglichkeit. Und die habe ich halt früher, ich sag mal vor 5 Jahren, auch klassisch wie eine Vorlesung gemacht. Also ich hatte so einen schönen Satz an Folien und dann habe ich mich mit den Studis hingesetzt. Und dann sind wir das so durchgegangen und haben das ein bisschen diskutiert. Und da waren das vielleicht auch noch 10 Leute, die irgendwie daran teilgenommen haben. So rosig haben sich unsere Studierendenzahlen nicht entwickelt. Und deshalb wurden das immer weniger. Und dann habe ich irgendwann halt gesagt, es ist irgendwie total albern, sich mit irgendwie 3 Leuten zu treffen und denen jetzt irgendwie 90 Minuten was zu erzählen. Du hast Privatschule gespielt. Sag ruhig, wie es ist. Ja, so nach dem Motto. Sag ruhig, wie es ist. Und dann habe ich mir überlegt, naja, also EMV-Messtechnik ist ja auch ein weites Feld. Also da kannst du auch, also das ist nicht so eingeengt wie Grundlagen Elektrotechnik, sondern du kannst halt irgendwie 20 Profs an 20 Unis fragen, was die unter EMV-Messtechnik verstehen, und da wird dir auch jeder irgendwie was anderes erzählen, weil der eine sagt, das ist eher, du misst mit dem Gerät, und der andere sagt, du machst aber eher die Messumgebung, und der dritte erzählt dir wieder was ganz anderes, und da ist halt sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner ist halt viel kleiner. Und dann habe ich halt den Studis irgendwann gesagt, überlegt euch ein Projekt oder ich schlage euch ein Projekt vor, und dann macht ihr einfach eben so eine Projektarbeit zusammen und überlegt euch selber eben individuell, was ihr daran machen wollt und wie ihr das machen wollt. Und ich, also ja, das Ziel im weitesten Sinne habe ich auch wieder festgelegt, aber eben auch in Zusammenarbeit irgendwie mit den Studis. Und da sind halt total coole Sachen bei rausgekommen. Also in einem Jahr, kann ich mich erinnern, habe ich denen so ein ferngesteuertes Auto gegeben und habe gesagt, hier, macht, dass das Ding fährt, ohne dass man die Fernbedienung benutzt. Also die mussten dann die Funksignale von der Fernbedienung aufnehmen, die analysieren und im Prinzip mit einem anderen Gerät irgendwie wieder neu erzeugen. Und die haben sich dann auch so total cool so eine Oberfläche auf dem Computer programmiert, die so aussah wie die Fernbedienung, und konnte man am Computer klicken und dann ist das Auto gefahren. Faszinierend, ist einfach großartig. Das ist quasi Spielen im wissenschaftlichen Bereich, und es gibt dafür Credits. Das ist ja einigen Professoren und Dozenten einfach zu blöd. Weil dann fährt er ein Auto und es ist kein richtiges Auto und überhaupt. Aber ja, ich glaube, es ist genau der richtige Ansatz. Ja, und dann hatte ich, da habe ich, und ich meine, und manchmal, meistens entstehen halt solche Ideen total durch Zufall. Dann hatte ich mir eine Jacke gekauft, eine Skijacke, obwohl ich überhaupt gar kein Ski fahre, und die hatte so einen Knubbel hier oben drauf. Weiß nicht, ob du das kennst. Und dann habe ich recherchiert, was das ist. Und dann ist das so ein Transponder für so Lawinensuche. Ah, damit du, falls du verschüttet wirst, ja. Genau, falls du verschüttet wirst, so. Und dann habe ich halt den Studis gesagt, also ich habe einfach noch so ein Teil gekauft, weil ich hier nicht immer meine Jacke da lassen wollte, habe ich gesagt, baut so ein Lawinensuchgerät. Also wir haben hier einen gewissen Satz an Messgeräten und so, ja, und baut daraus halt was zusammen, was die Challenge war nachher, wir haben irgendwie 3 Pappkisten, in einer Pappkiste ist dieser Transponder drin, und sie sollen halt, ohne in die Kisten reinzugucken, herausfinden, in welcher Kiste sozusagen das Lawinenopfer drin liegt. Und das haben sie am Ende auch geschafft, ne? Und das sind, finde ich, halt so coole Aufgaben, die so ein bisschen in diese Richtung individuelles Lernen gehen. Aber das kann ich nicht in einem Kurs mit 100 Leuten machen, sorry, das tut mir leid. Das ist halt eher was fürs Hauptstudium, für den Master. Ja, aber dann sind wir ja auch wirklich auf so einem ganz, ganz schönen Level. Wir haben quasi die Generation oder Kohorten von Seminaren von dir durchaus unterschiedliche Ziele bekommen, im Sinne von Lawine, Auto, wie auch immer. Aber irgendwie doch vergleichbar, weil ähnlich schwierig. Was ich noch interessant fand an einem Satz, zu Lernprozessen gehört es auch, Fehler zu machen. Eine gelebte Fehlerkultur ist zum Lernen zuträglich. Bei dem Wort Fehlerkultur ist sofort Sinn, manchmal explodieren ja sofort Synapsen. Und ich muss gestehen, Fehlerkultur in der Uni mäßig. Und das allein die Lernfortschrittsmessung basiert ja darauf, mir als Student oder mir mein Delta zu zeigen, was hat nicht richtig funktioniert. Und auch Studenten sind so darauf geprägt, teilweise schon durch die Schule, dass man sagt, okay, was hat mir gefehlt, was war falsch? Die Frage ist immer, was war falsch? Natürlich kann man sagen, das, was richtig war, das weißt du ja, aber auch da würde ich sagen, das ist nicht immer klar, gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wo man eben darüber diskutieren kann. Aber auch in so etwas vermeintlich Trockenem wie Geschäftsprozessmanagement kann ich mich über Modellierung unterhalten. Die sind auch nicht wahr oder falsch. Die sind syntaktisch korrekt oder inkorrekt, aber das ist einfach was anderes, als zu sagen, das ist komplett falsch und das ist, du hast gar nichts daraus gelernt, sozusagen. Fehlerkultur, ja, aber mir reicht es Kultur sozusagen nicht, weil die Messung, das ist eben was Quantitatives,
80 von 100 ist gut, 56 von 100 ist nicht so gut, aber D, 4 ist bestanden, bestanden ist gut, gut ist fast 1, nach dem Motto. Und das ist halt auch sowas, das ist ein hehres Ziel, aber geht auch so ein bisschen in die Richtung, wie messen wir denn dann überhaupt den Abschluss? Und dann kommt wieder dieses, die Massenleerhaltung, wie ich sie jetzt nenne. Und dann ist es ist ein schöner Satz, aber allein in der Messung und in der Art und Weise, wie wir auch mit Noten etc., ja. Ja, ist halt ein schwieriger Punkt. Also klar, wenn man wieder an die Prüfung, an das Assessment denkt, man könnte sich ja auch ganz banal überlegen, sowas wie so ein Delta zu bewerten. Also man macht so einen Pre-Test und einen Post-Test und dann guckt man halt irgendwie, wie groß der Lernfortschritt war und bewertet das. Aber ich meine, klar, dann würden sich natürlich alle versuchen, in dem Pre-Test irgendwie möglichst schlecht anzustellen. Das ist so ein bisschen, um halt irgendwie das größte Delta da rauszukitzeln, das ist alles total schwierig. Aber diese Fehlerkultur, was du halt meinst von der Schule, das also ja, kann ich, sehe ich auch bei unseren Studierenden, dass man irgendwie gerade so im Matheunterricht irgendwie häufig eingebläut bekommt, mach ja keinen Fehler und das war jetzt schon noch falsch und an der Stelle und so. Und dass halt viele Studierende irgendwie massivste Ängste davor haben, Fehler zu machen, auch in den Übungen. Und ich dann immer sage, ja, aber jetzt in der Übung, da könnt ihr auch mal Fehler machen. Und das ist auch total, also deswegen versuchen wir in den Übungsterminen und sozusagen in den Sprechstunden und Tutorien, wie man das halt nennen will, auch immer Studis vorrechnen zu lassen, weil die ja halt auch mal Fehler machen und auch so die typischen Fehler machen oder manchmal auch absurde Fehler. Und es ja keinem was bringt, wenn man jetzt den irgendwie sichersten Übungsleiter der Welt oder Übungsleiterin da vorrechnen lässt, der natürlich mit 10 Jahren Erfahrung in der Hinterhand da total selbstverständlich ganz richtig die Aufgabe vorrechnet. Da ist ja keinem was von gewonnen, sondern da will man ja auch mal Fehler sehen und die dann diskutieren und sagen, warum ist das denn jetzt falsch und wie müsste man es denn ändern, damit es richtig wird und so. Und das ist was ich versuche, immer den Studis irgendwie so ein bisschen mit auf den Weg zu geben. Also jetzt gerade am Anfang und in den Übungen ist Fehler machen überhaupt gar nicht schlimm. Ihr könnt Fehler machen ohne Ende, aber wir müssen dann auch erkennen, dass es mal ein Fehler war. Und irgendwann müssen wir auch mal lernen, dann diesen Fehler nicht tausendmal zu replizieren. Aber ansonsten ist Fehler machen erstmal kein Problem. Es gibt ja auch von, keine Ahnung, Pete Glock oder so ein schönes Buch, Scheitern als Weg. Mhm. Ja, das ist ein interessanter Ansatz, weil ja auch in der Arbeitswelt und in der Startup-Welt zum Beispiel, das ist vielleicht auch was sehr Deutsches oder vielleicht auch Europäisches. Es gibt ja seit ein paar Jahren so diverse Fuck-Up-Nights, wo Leute auch einfach mal berichten, das hat nicht geklappt. Und dann sind es ja teilweise recht heitere, aber irgendwie auch relativ also die Gründe, warum dann Leute gescheitert sind, sind irgendwie gar nicht so dramatisch. Scheitern ist ein dramatisches Wort, aber so die Story dahinter ist teilweise, ich will jetzt nicht sagen trivial, weil da irgendwie auch Schicksale von abhängen. Aber es ist, wir reden halt irgendwie echt ungern drüber und das, wie gesagt, deswegen auch Best Practices. Ich habe mich so komplett davon verabschiedet. Bildung ist viel zu heterogen. Schulklassen können total unterschiedlich sein oder sind total unterschiedlich. Curricula sollten auch unterschiedlich sein. Also dieser Punkt 7, ich müsste jetzt nochmal die anderen durchgehen, aber ist für mich bisher, ich finde ihn gut, aber er ist für mich am unrealistischsten sozusagen. Ja, also es gibt wenige Lehrveranstaltungen, wo man das wirklich guten Gewissens als Lehrperson und so irgendwie durchsetzen kann und wo das auch tatsächlich sinnvoll ist. Und also man kann uns ja gerne kommentieren und Zuschriften schicken. Also in den Grundlagenmodulen und Grundlagenfächern halte ich das für sehr schwierig, das zu tun. Also individuelle Wege gern, aber individuelle Ziele. Nee, also Grundlagen Elektrotechnik ist Grundlagen Elektrotechnik. Gibt es einen festen Satz von Kompetenzen, die ich irgendwie am Ende haben muss und die muss ich haben. Also da ist, kann ich nicht irgendwie Physik stattdessen können. Ich muss halt Elektrotechnik können. Ja. Die letzte. Dann ist die Stunde auch schon wieder voll. Wie die Stunde hat nur 60 Minuten. Das ist ja. New Learning sieht Technologie als Chance, ohne Risiken zu ignorieren. Das ist so direkt der. Die ersten Leute wollen schon aufheben, Technologie als Chance, wir wollen nicht ersetzt werden. Nein, meine lieben Leute, niemand hat vor, euch mit euren eigenen Videos zu ersetzen. Ich werde mir echt diesen Sticker bald
bauen und kleben. New Learning ist für uns untrennbar, ein großes Wort, mit neuen Technologien wie KI, LA, Big Data und Blockchain verbunden. Da geht die Buzzword-Bingo-Kombo-Kette schon relativ schnell und sehr steil hoch. Da fehlt jetzt das autonome Fahren, also so als Scherz natürlich. Sie dienen als Grundlage für intelligente und kooperative Lernumgebungen. Ja, wieder dieses Kooperativ, ja, hatten wir vorhin. Was ist jetzt eine intelligente Lernumgebung? Können wir vielleicht auch gleich drüber reden, du als Sensor- und Elektroexperte. Diese bieten neue Interaktionsformen, sowie die individuelle, da haben wir es wieder wie vorhin, und personalisierte Möglichkeit des Lernens, erfordern aber auch einen kritisch reflektierten Umgang. Also auch wieder dieser langgeschobene, wir sehen aber die Risiken im Nebensatz. Ja, also ist auch ein Punkt, der mit vielen Fragezeichen, also ich würde jetzt mal sagen, mit zum Beispiel mit meinem Konzept von den personalisierten Aufgaben, bin ich jetzt technologisch, ohne mich jetzt sozusagen über den grünen Klee zu loben, aber schon ziemlich weit an der Speerspitze dessen, was man halt so bildungstechnologisch im Bereich der Ingenieurwissenschaften, Elektrotechnik machen kann, weil das machen auch nicht viele andere jetzt. Das würde ich aber auch so sehen. Also so Learning Analytics, du kriegst ja auch entsprechende Auswertungen raus. Ja. So, genau. Da steckt jetzt aber KI, steckt da immer noch nicht drin, also zumindest irgendwie kein Machine Learning. Habe ich mal überlegt, gab es tatsächlich mal eine Idee am Anfang des Sommersemesters, hat das BMBF mal irgendwie so eine Antragsausschreibung rausgeschoben, wo man sich mal irgendwie KI-mäßig was überlegen konnte. Das damit reinzubringen, jetzt nicht um irgendwie Aufgaben zu generieren, aber um zum Beispiel KI-basiert sowas wie Handschrifterkennung zu machen. Und dann kann man darüber, könnte man natürlich irgendwie gucken, ob, wenn Studierende immer wieder eine Lösung einreichen, ob das tatsächlich immer wieder die gleiche Handschrift ist. Oder einfach sowas wie, ich habe manchmal ein Problem, die Korrekturen zu den eigentlichen Lösungen zuzuordnen, weil die Leute das irgendwie in das falsche Moodle-Formular hochladen. Und dann muss ich da mal selber gucken, ob halt die Korrektur zu der Lösung passt. Und sowas könnte man halt natürlich eventuell irgendwie eine KI machen lassen. Ansonsten, wenn ich mal ganz ehrlich bin, sehe ich jetzt KI, also klar gibt es jetzt einen KI-Campus und da gibt es Leute, die sich damit beschäftigen und das ist auch in der Hinsicht wertvoll, als dass sie ja versuchen, so wie funktioniert KI und wie kann man das machen, das in die Curricula mit reinzubringen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr sinnvolles Ziel, aber bis man KI irgendwie wirklich als Technik produktiv in der Lehre nutzen kann, und im Sinne von wirklich KI und nicht irgendwie, wir haben irgendwie einen Chatbot programmiert oder so, der so Eliza-mäßig funktioniert, ich glaube, da sind wir dann doch noch irgendwie mal mindestens 5 Jahre von entfernt. Also zumindest sehe ich das noch nicht so schnell. Ja, ich meine, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir nehmen alle Einführungen in die Elektrotechnik und die benutzen fast alle dein Tool zum Beispiel. Und dann wird anstatt ein häufiges Frageformular ein Chatbot damit gefüttert, dann wäre das eine spezialisierte KI, wo ich sagen würde, nice, Arbeitsaufwand für alle Beteiligten sozusagen, für alle Lehrbeteiligten runter. Du in deiner Veranstaltung kannst natürlich damit, bis du Big Data zusammen hast, haben sich die Quantencomputer durchgesetzt und du musst die Folie neu schreiben. Bis du deine 10.000 Datensätze dabei hast, nicht bei 160 Studierenden pro Kohorte. Ja, richtig. Und ich meine, und der nächste Punkt ist also, Learning Analytics kann man halt viel machen. Ich mache ja auch schon ein bisschen was. Aber der Punkt ist eben, am Ende des Tages kostet Zeit und die hat man halt nicht. Oder die kann man halt für nützlichere Sachen nutzen. Oder da fehlt sozusagen dann irgendwie die Supportstruktur, die halt bei mir an der Uni jetzt vorbeikommt und sagt, oh Matthias, wir haben gehört, du hast ja irgendwie deine personalisierten Aufgaben und da fallen ganz viele Daten an. Wir würden da jetzt mal gerne reinschauen, was man halt daraus machen kann. Und ich meine, und dann ist ja natürlich gleich wieder aber ohne Risiken. Also was ist da halt mit dem Datenschutz im Hintergrund und sowas? Also das ist ja jetzt bei mir, bei dem, was ich mache, ganz ohne ist das ja auch nicht. Also weil personalisierte Aufgaben, man weiß halt, welcher studentischen Personen an welche Aufgabe geschickt hat, wann die wieder eine Lösung eingereicht hat, wann die korrigiert hat und sowas. Das Muster daraus abbilden, ja. Ja. Was bei mir bei Learning Analytics noch auffällt, ist mittlerweile auch eher ein negativ oder konnotierter Begriff.
Weil einem sieht sehr cool, die Khan Academy macht das sehr präsent mit Verlaufen und auch wirklich wann, wo, mit Klicken etc. Auch die Amerikaner haben natürlich einfach ein anderes oder anderes leicht gestörtes Verhältnis zu Datenschutz. Aber bei Learning Analytics fällt mir vor allem Proctoring ein. Proctoring ist noch, also es geht einfach gar nicht. Ich habe versucht, irgendwie mich einigermaßen damit abzufinden, mich selbst gefilmt beim Lernen und was nicht alles. Es ist, du willst nicht, dass das jemand sieht. Nicht, weil es jetzt so einfach, also es geht irgendwie niemandem was an und auch wie man jetzt in der Klausur oder wie man Heimklausuren, Axel Krom hat jetzt gerade gestern und heute was geschrieben zu quasi elektronische Klausuren, digitale Klausuren, Fernklausuren, da schlachten wir die deutsche Sprache schon wieder dermaßen aus, aber Learning Analytics ist für mich eher was, also in der Praxis sozusagen was Negatives. Da könnten coole Sachen dahinter stehen, da könnten Sachen dahinter stehen, die sozusagen für mich sind. Learning Analytics for Students sozusagen, die einfach meinen Dozenten oder meine Dozentin nichts angehen, damit ich merke, ach, vielleicht bin ich doch kein Abendmensch und dieses 2 Uhr nachts noch lernen während die Straße, was so mein nicht immer, aber durchaus so der die späte Eule als Lernverhalten, ja, es gibt ja keine Lerntypen. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Und das könnte ich vielleicht nur rausfinden und so weiter. Deswegen künstliche Intelligenz. Also ich glaube, das ist auch was ich weiß nicht, ob wir letztes Mal und vorletztes Mal drüber gesprochen haben. Ich habe mal diese App Strava erwähnt, die halt so im SportlerInnenbereich durchaus üblich ist, um seine Läufe und Radfahrten und Wanderungen und irgendwie sowas zu tracken. Und also das ist ja auch was, also ja klar, landen die Daten auch auf irgendeinem Server und man kann die natürlich auch für andere freischalten und dann können einem Leute irgendwie einen Daumen nach oben geben dafür, wie toll man heute wieder gelaufen und Fahrrad gefahren ist. Muss man nicht notwendigerweise, aber manchmal motiviert einen das vielleicht auch. Aber andersrum hat man da ja so ein automatisches, ich sag mal, Sporttagebuch. Ja? Und vielleicht ist das auch was im Sinne von Learning Analytics, dass es mal eine vernünftige App-Umgebung, was auch immer, Plattform gibt, die einem so automatisch so ein Lerntagebuch erstellt. Weil ich glaube, was viele Studierende, was so ein Punkt ist, also ich glaube, es gibt so Tätigkeiten, die fühlen sich sehr nach Lernen an. Also zum Beispiel, ich gehe in eine Vorlesung und höre mir dann 90 Minuten was an. Also ich glaube, dass auf der gefühlte Lernskala ist das ziemlich weit oben. Heute wieder was geschafft. So. Aber was man da tatsächlich lernt, ist, glaube ich, eigentlich relativ wenig. So, und dann gibt es sowas, so, ich sag mal, Übungsaufgaben rechnen. Das fühlt sich nach Lernen an, ist auch tatsächlich Lernen. Und dann gibt es halt sowas, so, ich tausche mich mit anderen Kommilitoninnen ganz informell über irgendwie eine Vorlesung aus oder über ein Seminar oder über das. Fühlt sich nicht an wie Lernen. So, und das meiner Meinung nach fühlt sich überhaupt gar nicht nach Lernen an, aber trotzdem lernt man dabei halt ganz viel und man reflektiert so und überlegt, was hat mir damals eigentlich geholfen und warum habe ich die Prüfung geschoben oder warum habe ich sie nicht geschoben oder warum hast du eine gute Note bekommen und ich nicht oder andersrum und sowas. Und ich glaube, so, sozusagen so ein Strava für Lerntagebuch, für Learning Analytics nicht von der Uni getrieben, irgendwie von zentral und wir sammeln tausende Datensätze, um daraus jetzt irgendwie abzuleiten, wie wir unsere Lehre. Wann Werbung effektivsten in Vorlesungen eingeblendet werden kann. Ja, genau, so zum Beispiel, ja. So, sondern so Learning Analytics für mich selbst aus Sicht des Lernenden, das ist, glaube ich, noch ein spannender Punkt. Ich habe auch letztens mit einem Studi drüber diskutiert. Also ich hatte am Anfang des letzten Sommersemesters, als sozusagen so der Lockdown war und so, habe ich mal so ganz beiläufig auch irgendwo Lerntagebuch aufgeschnappt und habe das mal unseren Studis so mit in so einem Kommentar ins Moodle reingeschrieben, als so den Wochenplan und so. Und dann habe ich gesagt, ja, und übrigens, ich würde empfehlen, mal hier so ein Lerntagebuch zu führen. Das kann ganz hilfreich sein jetzt so in dieser Selbstlernphase. Und hatte dann irgendwie Wikipedia-Artikel einfach verlinkt und mir war das auch gar nicht mehr so bewusst. Und jetzt so vor 2-3 Wochen hat ein Student mich angeschrieben und gesagt, Herr Magdowski, das mit dem Lerntagebuch, das war eine super Idee. Das hat mich richtig vorangebracht. Und ich, ach, Leute. Ja, das haben sie doch damals geschrieben und so. Ich sage, musste ich selber erstmal nachgucken, wann und wo ich das geschrieben habe.
Und also ich glaube, es gibt schon ja, Studis, denen sowas halt total hilft. Also weil man vielleicht sonst gar nicht so darüber nachdenkt und reflektiert, wann und wie und wo man jetzt irgendwie vermeintlich vielleicht wieder viel gelernt hat oder eben auch nicht. Ob ich jetzt ein Lerntagebuch als Learning Analytics bezeichnen würde, weiß ich nicht. Verstehen die meisten wahrscheinlich was anderes drüber, aber Technologie andererseits, um jetzt wieder den Bogen zu dem Ding zu schaffen, Technologie kann natürlich hilfreich sein, um so ein Lerntagebuch zu führen, ja, und diese individuellen Stärken da von mir selbst herauszufinden und Selbstvertrauen zu schöpfen und ja, so eine, also ich weiß nicht, haben wir hier eine Volltextsuche, taucht in diesem Hagener Manifest irgendwo das Wort Selbstwirksamkeitserwartung auf? Bitte was? Also ich kann, also selbst taucht natürlich auf. Ja, aber selbst, ich habe gerade, also das ist Wirksamkeit. Selbstwirksamkeitserwartung, ich habe gerade auch nachgesucht. Also Selbstwirksamkeit taucht schon nicht auf, insofern ja. 404. Also das ist für mich so ein Punkt, das Wort, auch wenn es vielleicht so ein Buzzword ist, ich glaube, das sollte auch unbedingt im Hagener Manifest auftauchen. Also weißt du, was das sozusagen so bedeutet? Selbstwirksamkeitsempfinden. Nee. Ja. Okay. Ja, also dass man... Kannst du mir jetzt herleiten, weil ich des Deutschen mächtigst bin. Ja, also man kriegt eine Aufgabe und wie selbstsicher, wie confident sozusagen ist man da drin, abzuschätzen, mit wie viel Aufwand ich diese Aufgabe tatsächlich zu einem vernünftigen Ergebnis bringen würde. Okay. Und wenn ich natürlich irgendwie eine super schwierige Aufgabe im Studium bekomme und sozusagen geringes, also Selbstvertrauen spielt da auch mit rein, ne? Und sozusagen geringes Selbstvertrauen habe, dann werde ich natürlich auch irgendwie die Aufgabe immer vor mir herschieben, bis es irgendwie gar nicht mehr anders geht. Und dann die in der letzten halben Stunde lösen und dann mich sozusagen selbst damit bescheißen, indem ich sage, ich hatte ja gar nicht so viel Zeit, die zu lösen, deswegen konnte jetzt auch nicht so ein richtig gutes Ergebnis rauskommen. Und wenn ich aber halt sicher darin bin oder also selbst wenn die Aufgabe schwierig ist, ich aber weiß, ich habe irgendwie einen Plan und ich kann mir die in so Subaufgaben unterteilen und ich also selbst wenn ich weiß, ich stecke da jetzt 10 Stunden Arbeit rein, aber ich bin mir sicher, dass mich diese 10 Stunden Arbeit auch wirklich voranbringen, und dann werde ich das auch machen. So, weißt du? Jetzt erschließt sich mir der Wirksamkeit-Teil sozusagen. Genau. Auch die Kompetenz einzuschätzen, und das ist was man tatsächlich im Studium irgendwie auf die harte Methode lernt. Was kommt denn da überhaupt? Ich glaube schon, dass unter den Studierenden klar ist das ein wirkliches Lernen? Ist es ein Versteh? Ist es ein Laber? Oder ist es ein Wegpumpfach? Und es gibt Fächer, da muss ich auch einfach sagen, die werden für lange, lange Zeit auch weiterhin in der Woche vorher wahrscheinlich weggelernt. Das habe ich schon gemacht. Das werden auch Generationen danach und vor mir noch gemacht haben. Das hat so ein bisschen auch mit dem Fach zu tun und vor allem, was neben der eigenen, also neben jetzt zum Beispiel deiner Einführung in die Elektrotechnik, was daneben noch funktioniert. Und ich weiß, dass viele, wenn sie in den ersten Semestern theoretische Informatik, obwohl sie keine reinen Informatiker sind, das ist für sie harter Tobak, das ist für viele auch einfach neu und da wird werden viele Disziplinen zusammengemischt und dann sagen sie, ich muss da viel mehr reinstecken, um da auf eine einigermaßen gescheite Note zu kommen und modellieren und Geschäftsmodellierung hat sozusagen dann das Nachsehen. Jetzt haben wir auch die Radiocam die Audacam von dir an. Ich würde auch sagen, wir wechseln noch einmal hier rüber, um das Ganze auf groß zu sehen, denn wir haben das Manifest sozusagen, haben wir es irgendwie jetzt so gedrittelt. Ich glaube, 4 weitere Thesen kommen noch. Genau, es sind insgesamt 12. Und ja, also ich würde sagen, die 4 für heute haben wir wieder ganz gut besprochen. Ja. Ich würde noch einmal sozusagen in Auswertung von meinem Mathematikvorkurs. Ich bin ja, so ein bitte. Irritiert, weil ich, oh, ja, aber ja. Ist egal, ich guck mal einfach an diese Kamera. Ja. Also in Auswertung von dem Mathematikvorkurs, der meines Erachtens, also wir hatten jetzt auch noch so ein kleines Auswertungstreffen mit den anderen Vorkursen der Uni. Es gab ein paar andere Vorkurse, die auch komplett online waren. Es gab so ein paar Vorkurse, wo die Vorlesung, das Plenum online war und dann die Übungen in Kleingruppen, in sehr kleinen Gruppen und mit Räumen geteilt und so in Präsenz stattfanden und mit einer Vormittagsschicht und einer Nachmittagsschicht und ich glaube sogar einer Abendschicht teilweise, was irgendwie auch alles
ja, ziemlich gut funktioniert hat. Es gab, glaube ich, einen Vorkurs, der auch komplett in Präsenz war, sogar mit der Vorlesung, der aber auch nicht so viele Leute hatte in einem ziemlich großen Hörsaal. Also ich glaube, unter Hygienebedingungen war das alles relativ safe. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, mein Vorkurs komplett online, weil ich ihn komplett online geplant habe, von vornherein und das auch allen immer und überall so kommuniziert habe und nicht so dieses Hin und Her, ja, wir schauen mal, wie das dann so wird und ob wir uns treffen können oder auch nicht. Du hast dich früh festgelegt. Ich habe mich früh festgelegt, ja. Genau. Und das hat relativ gut funktioniert. Ich wollte noch mal einmal, weil ein so ein Brief zurückkam, noch mal einmal zeigen, weil ich das beim letzten Mal verpasst hatte, was in dem Goodiebag drin war, was ich den Studis geschickt habe. So, und jetzt ist es gut, dass ich das in die große Kamera zeigen kann. Also, einmal war da drin das Skript und ich hatte ja wie angekündigt sozusagen zu allen Aufgaben so Videos verlinkt. Also, Preis fürs Ausdrucken wahrscheinlich irgendwie 80 Cent pro Kopie. Effektiver Praxis, Mehrwert, unbezahlbar. Also ich musste auch letztens meinen ersten Teil von meinem Skript ausdrucken, aber das bekommen, also der Service-Gedanke, ja, der Service-Gedanke hat natürlich gewonnen. Warte, ich schalte jetzt mal wieder auf die andere Kamera um, weil da muss ich ihn so weit weghalten. Front. Also der Service-Gedanke hat natürlich gewonnen und ich habe halt diese Idee von Jörn Lovischach geklaut, da so Lückentext reinzubauen. Also es gab halt so, bitte notieren Sie hier Fragen, die Ihnen beim Durcharbeiten dieses Abschnittes gekommen sind. Und dann konnte man halt diese Fragen natürlich dann irgendwie sammeln und in dem anonymen Fragenforum im Chat posten oder halt in der Vorlesung stellen oder in den Übungen. Und die Videos hatte ich halt alle hier so schön mit so einem Bildchen und QR-Code verlinkt mit dem Handy und einen Link so, auf den man im PDF klicken konnte. Das ist ja eher ein Arbeitsheft als ein Vorlesungsskript. Ja, kann man so. Na, das es ist gab ja positiv noch, gemeint. Also genau, es gab ja noch das Übungsheft dazu mit den Übungsaufgaben. Und ich habe in den Videos auch immer mit dran geschrieben, wie lang die Videos sind. Weil das natürlich auch eine nicht unerhebliche Information aus studentischer Sicht, wie lang dieses Video ist. So, und dann Next hatte ich Level. Drin. Moderationskarten. Spoiler Alert vom Hochschulforum Digitalisierung natürlich. Schleimer und Streber, großartig. Viele Grüße an die Kollegen vom AfD. Diese Videokonferenz, Moderationskarten, die musste man sich jetzt als Studentin leider noch selber ausschneiden. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich hätte die auch alle um den Cutter schmeißen können, aber das hatte ich keine Lust zu, das zu tun. Und dann hätten die auch nicht so schön in den Briefumschlag gepasst. Dann gab es Gummibärchen. Vom letzten Forschungsprojekt. Ja, die kriegen wir immer von einem unserer Sponsoren, den nenne ich jetzt nicht, weil es sonst zu viel Product Placement wäre. Und dann gab es entweder einen Teebeutel oder einen Kaffee. Boah, der fertige von Jakobs. Ja, sehr cool. Ja, und that's it. Das war das Gute. Das ist cool. Ich glaube auch nicht, also es kommt ja voll mit einem Paket an. Es ist irgendwie was, das heißt, wie hast du das letztes genannt? Die inverse Augmented Reality. Genau, die inverse Augmented Reality. Ja, das ist, glaube ich, also viel Aufwand. Hat dir beim Goodiebag-Packen jemand geholfen? Na, ich hatte überlegt, noch mir ein Hiwi mit herzuholen. Die hätten das mit Sicherheit auch gemacht, aber das war dann halt zu knapp und zu hastig. Also, das ist was. Vierte Stunde haben wir noch, Heinrich. Vierte Stunde. Okay, du sagst, irgendwann habe ich auch einen Termin. Aber nein, alles gut. Ich habe mir ja dein Video angeschaut am Wochenende natürlich. Ich habe es auch fleißig verlinkt. Ich habe auch schon, glaube ich, ganz viel Rückmeldung zu bekommen. Das ist gut. Du machst oft viel Werbung. Dankeschön. Das ist gut. Und ich habe ja gesagt, sozusagen, dass ich nicht mit allen Punkten da übereinstimme. Und im Prinzip eigentlich stimme ich natürlich mit allen Punkten überein. Der Punkt ist halt, dass man, also desto mehr Overhead man dann natürlich drüber packt und desto größer so ein Team wird, desto mehr Kommunikationsaufwand hat man auch einfach, um irgendwie jetzt so ein Video zu produzieren. Desto schöner und toller und professioneller wird es natürlich auch, aber sozusagen desto unspontaner und unflexibler wird man halt darin, es umzusetzen. Und gerade jetzt so im Online-Semester hat man eben so Sachen wie, ich müsste eigentlich eine praktische Übung machen mit unseren internationalen Studierenden, die zum Teil auch hier sind, weil sie so ein Austauschsemester tatsächlich in Magdeburg machen, aber ich kann und will mich nicht mit denen irgendwie ins Labor setzen,
um denen jetzt irgendwie das Messgerät zu zeigen und wie man das bedient. Und ich müsste die auch unter aktuellen Bedingungen in so kleinen Gruppen da reinsetzen, dass ich halt dann mich jetzt irgendwie 5-mal am Tag hinsetzen müsste, um wieder die gleichen Schritte zu erklären. Jetzt so kalibriert man und so misst man und so macht man das. Und dann habe ich halt mir überlegt, das sind ja die Videos, die ich letzte Woche aufgenommen habe, Mittwoch, Donnerstag oder sowas, Mittwochabend, Mittwochnachmittag, die ich auch bei YouTube hochgeladen habe, wie ich da diesen Impedanzanalysator bediene. Und das ist halt so, ja klar, hätte ich das jetzt vielleicht noch ein bisschen professioneller produzieren können, aber do you need it perfect or by Tuesday? Und ich glaube, bei vielen, ganz vielen, vielen, vielen Sachen in der Lehre ist es eben so, you need it eher by Tuesday than perfect. Oder eher bei Sunday evening. Ja, und das ist halt so ein Punkt, also wenn man halt die One-Man-Show ist oder die One-Woman-Show, dann kann man das eben schnell und spontan machen. Und dann bin ich auch super froh, dass wir hatten heute auch ein Treffen, wo wir uns mit Lehrern innerhalb der Uni ausgetauscht haben, wo so ein bisschen gerantet wurde über unser uni-eigenes Videosystem. Wir haben ja auch wie so einen uni-eigenen Videoserver. Und naja, na klar, was passiert da? Alle zum Anfang des Semesters laden natürlich jetzt gigabyteweise Videos hoch und alle Studis streamen natürlich gigabyteweise Videos. Was macht dieser Server also? Der sagt, vorbei. Ja, ja? Was soll er auch sonst sagen? Also was soll er auch sonst sagen? Naja, nee, das geht schon irgendwie und dann musst du nochmal hier klicken und nochmal zurückspulen und vorspulen und irgendwann kriegst du es hin, um so eine Dreiviertelstunde Video zu gucken. Bis Shoutout übrigens an der Stelle an die ganzen IT- und Fachadministratoren und wählen auch alles, die ich an glaube, den Wochenenden, muss man einfach mal sagen. Ich habe mich mit dem einen oder anderen Wart und Techniker unterhalten, was die an Leitungen legen und SSDs nachspielen und irgendwie muss man einfach mal sagen, wenn die auch von heute auf morgen einen Tarifstreik anzetteln würden, es ist einfach so. Also was, natürlich, ihr Lernen macht auch extrem viel, wir Studierenden sind auch unter Druck, aber ohne die Leute wird gar nicht funktionieren. Natürlich allein die One-People-Show sozusagen sehe ich total ein. Ich glaube aber trotzdem, dass eine weitere Person, das ist natürlich so mit den Abstandsregeln, diese eine weitere Person ist im Kosten-Nutzen-Verhältnis schon so deutlich Produktionsqualität hebend, dass ich eben sage, okay, die bringt halt was. Gerade weil, auch wenn ich hier nebenbei so ein bisschen hier die Regie spiele und wechsle und so, ich merke halt, die Aufmerksamkeit ist geteilt. Dann kann ich zum Beispiel auch nicht jedem Wort zuhören. Wenn man eine Kamera auf sich gerichtet hat, schalten sich auch Teile des Hirns auf magische Weise aus. Und dann hilft es einfach zu sagen, wenn man diese eine Qualitätsperson eben noch hat. Deine Videos sind ja auch kurzweilig und man merkt halt auch, dass das irgendwie nicht das erste war. Ich glaube, wenn man jetzt heute anfangen würde, sein erstes Lehrvideo aufzunehmen, da geht dir aber so, also da geht mir immer noch die Pumpe, dann braucht man, ist man froh, dass man irgendwie den 13. Take hat. Und wenn dann eine Person einfach mal sagt, hier, passt und wie fixst du den Post etc. Aber natürlich bin ich bei dir, es muss so sein, dass sich das rentiert. Und deswegen sage ich auch allen, habt einen festen Ort, wo ihr eben einmal die Kamera aufbaut oder das Licht. Gerade Licht ist so nervig auszurichten. Ich habe mich jetzt auch hier so semi-permanent eingerichtet. Du baust ja sogar Hybridveranstaltungen auf. Ich frage, also das ist ja, also jetzt nicht mehr, aber das ist ja absurd. Und ich glaube, wenn das wegfällt und dann noch die zweite Person da ist, klar, aber... Ja, und da sind wir halt wieder, genau, also bei diesem Punkt der Selbstwirksamkeitserwartung, ne, also ich meine, letzte Woche Mittwoch saß ich halt da und überleg, am Donnerstag sollen die Studis diese praktische Übung machen und sollen das Messgerät bedienen. Also entweder ich schaffe es heute noch, diese Videos aufzunehmen, irgendwo hochzuladen und denen die E-Mail mit einem Link zu schicken, sodass sie sich das morgen, weil ich meine, also das brauchst du ja auch nicht vorher angucken, das Video. Das kannst du dir in dem Moment angucken, wo du das Gerät bedienst, weil ich meine, du merkst ja eh nicht die Reihenfolge der Knöpfe sozusagen. Ne? Also wenn das morgens verfügbar gewesen wäre, hätte es vollkommen ausgereicht. Aber ich sag mal so, an der Stelle war ich froh, ich hatte meine eigene Kamera, ich wusste ungefähr, wie es geht. Ich habe das Video selber aufgenommen, ich habe es selber hochgeladen, ich habe da jetzt nicht wieder rumgeschnippelt und ich habe es bei YouTube hochgeladen, weil ich weiß, dass es da funktioniert. Ich musste mich nicht auf unseren uni-eigenen Server verlassen, wo ich nicht weiß, dauert das jetzt eine Stunde, die das Video da rendert oder dauert das einen Tag oder zwei, weil dann wären im Zweifelsfall nicht die Videos im Prinzip rechtzeitig für die Studierenden verfügbar gewesen. Und ja, und ich meine, das ist halt der Punkt, wenn man dann irgendwie das noch mit einer zweiten Person macht. Klar, also wenn man da ein super eingespieltes Team ist, kann das total hilfreich sein.
Ansonsten erzeugt es halt Overhead. Ich weiß aber, dass eben zum Beispiel so für diese Videos, die wir für die Studienwerbung machen und sowas, die jetzt eben keine Erklärvideos sind, sondern die eher so ein bisschen mehr Werbe. Die berühmten Imagefilme mit Drohnen, Popmusik, der Fahrstuhl geht auf, der Präsident kommt raus. Ich weiß, was du meinst. Genau, so. Und die werden natürlich auch, die produzieren wir selbst, sagen wir mal, fakultätsintern haben wir da ein paar Kollegen, die das wirklich super gut machen. Da musst du mal bei YouTube nach Medizintechnik Ofgu suchen, da siehst du deren Videos, in denen ich ganz, ganz selten auch drin vorkomme. Also ich glaube, die machen das schon sozusagen, wie kriegt man mit möglichst wenig Leuten trotzdem den maximalen Output hin. Aber also worum es mir eben nochmal geht, ist diese Spontanität und dieses unabhängig von irgendwem anders kriege ich möglichst schnell irgendwie so ein Video produziert und in einigermaßen plausibler Qualität da rausgeschossen. Und ich will das ja auch nicht ewig benutzen. Also ich meine, wenn das jetzt die in diesem Semester benutzen und vielleicht im nächsten nochmal, ich meine, das Messgerät, was ich ja benutzt habe, das ist von 2003 oder so, wer weiß, wie lange das Ding noch funktioniert. Früher oder später muss ich eh ein neues Video machen. Das klappt halt explizit bei dir, weil du, das war nicht dein erstes Video, du hast schon einen YouTube-Kanal mit sehr vielen Abonnenten übrigens in dem Bereich. Und das klappt halt, weil du das alles sozusagen schon vorgehalten hast. Du musstest wirklich nur noch auf Record drücken, dir vielleicht noch ein bisschen was im Schneideprogramm überlegen. Du hast ja diese ganzen Rüstkosten und Investitionsschritte, wenn man das so will, oder einfach Arbeitszeit da schon reingesetzt. Wenn ich halt jetzt einen Dozenten hätte, der irgendwie sein Thema einfach gut kennt, dann weiß ich einfach, dass ich die Wirksamkeit heben könnte, weil ich mich wiederum mit Stativ und Co. auskenne. Und der Vergleich war einfach nur hier, alle oder viele feiern die YouTube-Viscom-Reihe und es hat gerade dieses Jahr extrem hochgenommen. Man kann sich Bundesverdienstkreuze damit völlig zu Recht abholen. Und auf der anderen Seite werden halt weiterhin Vorlesungen abgefilmt. Und dann sehe ich einfach so eine ganz klare kognitive Dissonanz zwischen diesen zwei Sätzen in der gleichen Filterblase. Und dann habe ich einfach gedacht, man muss einfach mal zeigen, das mit einem Studio und mit mehr Leuten. Und da muss halt auch Geld freigesetzt. Deswegen habe ich ja auch im Video gesagt, es kann ja eigentlich nicht sein, dass du das schnell am Mittwoch noch machst. Und natürlich weckt es auch Begehrlichkeiten, wenn man jetzt so ein Studio hat, zum Beispiel bei euch, dann wird das natürlich auch gut ausgebucht sein. Heißt aber auch, dass man früh anfangen muss. Das erzeugt natürlich dann auch so eine gewisse, also es ist eine Ressource, die ist dann entweder belegt oder, genau. Aber es muss, in meinen Augen muss es halt trotzdem noch was Zukünftiges geben. Und ich meine, effektiv sind wir halt das einzige Uni- oder Podcast-Format, was ich jetzt kenne im deutschsprachigen Raum. Und der Einzige, der wirklich streamt, ist halt immer noch Prof. Heil. Und das ist halt irgendwie komisch, weil wir sind schon im zweiten Corona-Semester. Und was das dritte Semester bringt, können wir ja vielleicht beim nächsten Mal besprechen. Genau, schauen wir mal. Also ich habe ja immer noch die feste Absicht, in diesem Semester eine solcher Sprechstunden zu streamen bei Twitch. Bin jetzt aber aufgrund der vielen anderen Herausforderungen in den ersten Semesterwochen leider nicht dazu gekommen, mir das alles irgendwie technisch auf meinem Rechner einzurichten. Und genau wie du schon beschreibst, also dann fällt man halt in die Fallback-Variante zurück, in der man sich sicher und komfortabel fühlt. Und die ist halt in dem Fall Zoom, wo ich weiß, dass es mit meiner Selbstwirksamkeitserwartung sehr sicher funktionieren wird mit minimalem Aufwand. Und also das ist ja vielleicht noch sozusagen so ein schönes Bild, um das abzuschließen. Ich bin ja so ein bisschen Sportler und Triathlet und ich habe aber erst sehr spät angefangen, Kraul zu schwimmen. Oder ich habe eigentlich auch wirklich erst mit Laufen und mit Triathlon angefangen. Das ist das Erste, was man lernt. Kraul. Aber ich kenne halt super viele Leute, die haben halt schon als Kind angefangen, Kraul zu schwimmen. Und ich habe das halt gelernt, da war ich irgendwie über 30. So. Und der Punkt ist halt, du lernst es dann aber auch nicht mehr so richtig. Es ist irgendwie immer seltsam. Und ich sage halt immer, also ich glaube, ich schwimme mit Kraul schon schneller, als wenn ich sozusagen Brust schwimme. Aber wenn jetzt irgendwie das Krokodil hinter mir her schwimmen würde, würde ich, glaube ich, trotzdem Brust schwimmen, weil ich mich da einfach sicherer drin fühle. Also weißt du, man fällt halt... Das ist eine schöne Metapher. Man fällt halt in so einen Fallback-Modus zurück, wenn es irgendwie alles hart auf hart kommt. Und der ist jetzt in dem Fall, ich mache mal eben erstmal noch weiterhin Zoom. Ich habe noch gerade im Hintergrund, um nochmal an das Thema mit den Lehrvideos kurz anzuknüpfen,
Also unsere zentrale Aufzeichnung von Lehrveranstaltungsservice-Stelle, also sowas kann man ja bei uns auch tatsächlich abfordern. Ich habe da eine Lehrveranstaltung in dem Hörsaal und die möchte und die geht 90 Minuten. Bitte filmt die komplett ab und stellt den Studis eine ungeschnittene 90-Minuten-Konserve ohne Kapitelmarken über unsere Mediasite zur Verfügung. Nein. Why? Nein. Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt schon einige, die das nutzen. Ich habe auch schon häufig genug meine Meinung dazu kundgetan, dass ich jetzt das didaktisch nicht für wahnsinnig sinnvoll halte. Aber zum Beispiel, also wenn man diesen Service in Anspruch nehmen möchte, muss man ein Ticket ziehen und sozusagen eine Nachricht schicken an eine Stelle, die da benannt ist und muss erstmal angeben. Akademischen Titel, Vorname, Nachname, Telefon. Angaben zur Lehrveranstaltung, Einrichtung, Bereich, den Pfad in dieser Mediasite, wo das Video dann landen soll, Titel der Lehrveranstaltung, Ort der Aufzeichnung, Zugangsberechtigung, zwei Möglichkeiten öffentlich, alle können dies schauen oder Campus, nur Universitätsangehörige mit Hund-Account haben Zugriff, den Termin, Art der Aufzeichnung, Live-Video on Demand, so Angaben zur Person, Mail, Homepage und noch eventuell weitere Ansprechpartner von dieser Stelle. Das und Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, welches Wasserzeichen du fett oben haben willst, ja, damit man deine Folien gar nicht mehr sieht. Welche Schuhgröße ich habe oder so, ich weiß es nicht. Also, ehrlich gesagt, selbst wenn ich jetzt irgendwie total interessiert daran wäre, meine Lehrveranstaltung aufzeichnen zu lassen, ich hätte schon keinen Bock, dieses Formular aufzufüllen. Also, ja, wenn ich das wirklich will, dann drücke ich doch einfach Record in Zoom und nehme das auf und lade es danach halt irgendwo hoch, wo ich es haben will. Also, da brauche ich doch nicht diesen, also gut, ist vielleicht wieder meine persönliche Meinung, aber da brauche ich doch nicht diesen ganzen Shishi ringsrum. Und ich meine, dann weiß ich, was ich habe, dann kann ich auch nur die Sachen aufzeichnen, die ich haben will und habe dann nicht irgendwie so eine 90-Minuten-Konserve, wo ich Briefmarken groß irgendwie in so einem riesen Hörsaal abgefilmt bin. Ja, ja. Und da muss auch keiner kommen, kein Amateur, der dir irgendwie das Stativ aufbaut. Nee, ich glaube, diese Kameras sind da schon vorinstalliert, aber okay. die sieht man halt nicht. Also die müssen so am anderen Ende des Hörsaals stehen. Vielleicht haben die auch so einen großen Zoom. Aber also ich weiß nicht. Also toll kann ich mir das nicht vorstellen und ich würde diesen Service nicht in Anspruch nehmen wollen. Ja. Wenn du Twitch einrichten willst, können wir auch einfach mal privat skypen, wie wir es eben mal beim Technikcheck machen. Da gibt es ein paar Fallstricke, aber du hast schon ziemlich viel Hardware. Das macht auch irgendwie Spaß. Da kann man auch relativ viel über die Plattform lernen. So Stunde zwei und dann ist es eingerichtet, so dass man vielleicht auch ein paar Overlays hat, ein bisschen OBS noch angeschraubt und so. Ja. Genau. Aber da mache ich mir gar keine Sorgen. Sehr schön, sehr schön. Cool. Henrik. Es war wie immer ein Vergnügen. Ja, Dito, ganz ohne Skript, das ist auch sehr entspannt, da muss man irgendwie keine Videonotizen, es ist vor allem auch fertig, wir haben gerade Stunde 23 effektiv Videomaterial produziert, das muss man halt irgendwie auch immer sehen. War mir ein Fest, ich glaube, wir gehen später noch in die Terminfindung, vielleicht finden wir noch einen vor Weihnachten, aber quasi die Vorweihnachts-Gaudi-Veranstaltung. Der 15. Und Dezember. Der was? Der 15. Dezember. Klappt das bestimmt. Okay. Ja, den loggen wir schon mal so ein. Den loggen wir schon mal so ein. Dafür. Sehr gut. Dann dir eine gute Lehrveranstaltung heute. Ich schmeiß mir jetzt auch mal in die Folien, allerdings aus Lernperspektive. Und dann sehen wir uns demnächst hier oder auf deinem Kanal. Das wäre ja auch was. Genau. Ich habe keine Radiocam heute, weil ich mit der gerade skype. gut. Man sieht wieder meinen schwer improvisierten Aufbau hier. Pappkiste drunter gestellt und so. Ja, aber das ist die halbe Miete. Also. Ja. Ich sag tschüss. Sonst wird man immer so ungünstig vom Doppelkinn gefilmt. Ja, aber auf gleicher Höhe, das passt schon. Ja. Ich mach mal den Stream aus. Bis zum nächsten Mal. Genau. Gute Art. Ciao, ciao.